Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt in der Kategorie Indie-Spiele-Hit oder nicht. Und wir wollen heute mal uns Dark Ocean angucken. Ich bin gespannt, wie es ist. Es sah erstmal gar nicht so schlecht aus, vor allem auch, was ich da so gelesen habe. Und deshalb schauen wir da einfach mal rein. Ich habe es bis jetzt noch nicht angespielt. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe auch noch gar nicht geladen. Also es geht wohl darum, dass wir auf einem Schiff sind, aber das werden wir jetzt vielleicht auch sehen. In the darkest of moments of life is when our true value is revealed. My name is Liz. I'm a marine engineer and this is the ship I've designed. Tonight an unknown disease has taken over the ship and its passengers. I don't know if I'm the only survivor. I think I'm alone. My only chance is escaping through the casino. I won't let them drag me to the dark ocean. Okay, wir sind also alleine auf dem Schiff. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Und wir spielen die eine der Designerinnen, also eine, die das Schiff konstruiert hat. Eine Ingenieurin. Bin echt mal gespannt. Okay. Ja, na ganz super. Alter. Okay, alleine sind wir auf jeden Fall mal nicht. Müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwo eine Waffe finden. Das sind ja eigentlich Spiele für Niemeyer und nicht für mich. Muss ich mal dazu sagen. Okay, also wir müssen ja ins Casino gehen, das hat sie uns ja vorher schon gesagt. Und mit M können wir dann die Map auch mal öffnen. Da sind wir, das ist die Haupthalle und das Casino ist ja dort hinten. Okay, also müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie erstmal runterkommen. Nase juckt. Wenn wir dann irgendwie da hinkommen sollten, hier geht's nicht lang. Also offensichtlich hat das Schiff ja irgendein Unglück gehabt. Ich vermute mal, der Fahrstuhl wird nicht fahren. Oder? Doch. Cool. Wo sind wir jetzt gelandet? Noch nicht ganz unten, aber auf jeden Fall mal ein Deck tiefer. Wir müssen auch nochmal gucken, dass wir irgendwo vielleicht eine Waffe finden. Weil ich glaube, Moment. Drei Schuss hat die. Drei oder acht. Na toll, hier ist auch zu. Ich vermute mal, dass wir mit dem Fahrstuhl jetzt nur noch nach oben fahren können. Das Spiel ist ja auch noch nicht fertig entwickelt, das muss man ja auch dazu sagen. Hier können wir auch mal ein bisschen laufen. Ja, na super. Also im ersten Moment habe ich mich nicht erschreckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hat das Herz schon angefangen zu schlagen. Oh, das. Oh. Wer hat die Tür zugemacht, bitteschön? So, wir haben auf jeden Fall mal ein Medical Pack. Aber eine Waffe wäre mir lieber gewesen. On the zombie virus that appeared 2 weeks ago. They released information
sign that the symptoms to watch for are aggression, foaming from the mouth, deterioration okay. of motor skills and an unbelievable hunger. So, hier könnten wir jetzt runter, allerdings weiß ich nicht, ob wir uns dann verletzen. Wir gucken erstmal, naja, weiter können wir auch nicht gucken. E zum Springen. Das hat jetzt wahrscheinlich alle Zombies in der Nähe aufgeweckt. Ich hab's gewusst. Was ist denn los da? Ey! Mein Gott! Ach, guck an. Hier wäre auch ein Fahrstuhl gewesen. Die Waffe können wir erstmal wieder wegstecken. Ich glaube, die ist jetzt sowieso alle. Hier gibt es Souvenire. Aber wahrscheinlich keine Waffe. Würde ich mal vermuten. Okay, wir haben auf jeden Fall mal eine Kamera mit Blitzlicht gefunden. Damit können wir die also erstmal blenden und können dann schnell weglaufen. Hier geht's wahrscheinlich auch wieder nicht weiter. Ich mir schon gedacht. Super. Sammel das schnell ein und dann weg hier. Das waren nochmal ein paar Patronen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich machen sollte, ich bin schon ganz durcheinander gekommen jetzt. So, wir gehen. Hier können wir nicht lang. Kann man natürlich. Also ich hätte versuchen können, rüber zu springen, aber wir gucken erstmal nochmal. Hier geht's auch nicht weiter. Hier gibt's kein Jumpen. Spacebar ist, hier kommen wir also nicht wirklich weiter gerade. Vielleicht dann nochmal nach oben fahren. Nehmen wir nochmal den Aufzug. Ja, der ist kaputt. Also zumindest der Knopf, um den Aufzug zu rufen. Ui. So. Ah, okay. So funktioniert also das Blitzlicht. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo Jumpen war. Oder ob es überhaupt Jumpen gab. Oh, das ist auf jeden Fall unser Inventar. Wir haben hier auch eine Lampe. Ah, okay. Das ist Nachladen. Nützt uns jetzt aber auch nicht viel, wenn wir nicht irgendwo hin können. Ja, hier hatten wir ja schon geguckt, aber die gingen ja auch nicht auf. Jetzt bin ich schon wieder am Ende hier. Vielleicht hätte ich noch nicht so schnell nach unten kommen sollen. Aber jetzt kommt man ja auch nicht mehr hoch, dummerweise. Das ist nur Waffe holen und Waffe wegstecken. Das Knöpfe sind dann normalerweise noch springen. Ach, hier ist so eine Karte, da können wir nochmal drauf gucken. Ich glaube, wir müssen Important Points, aber da kommen wir nicht hin, weil wir ja nur unten sind. Können wir mal weiter oben gucken, aber und damit kann ich die Map ändern. Kabinen, davon habe ich ja auch irgendwas gelesen gehabt vorhin, aber naja, da kommen wir jetzt nicht weiter. Also zumindest hilft uns die jetzt nicht weiter. Wir drücken hier nochmal drauf, vielleicht geht's ja jetzt, aber nee. Ach so ein Mist, wenn ich wüsste, wo springen ist, verdammt noch. Oh. Hm.
Was hat der jetzt gemacht? Okay, Q ist Schleichen. Das Schnellrennen. Das hatten wir ja schon. Aber Springen gibt's echt nicht. Ich habe jetzt Angst, hier noch zu viele Knöpfe zu drücken. Da haben wir schon. Irgendwas ist gerade schief gelaufen. Okay, wir können ja auch den Test jetzt an dieses. Das ist ja eigentlich nur mal ein kurzes angezockt. Ich würde ja eh sagen, dass es etwas für den Kollegen Niemeyer ist. Dieses Spiel. Nicht unbedingt für mich. Ist nicht so viel mit Taktik zu tun. Aber wir hatten uns zumindest das Spiel schon mal angeguckt und können jetzt sagen, es ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Sicherlich auch ein paar Gruselfaktoren. Das wird wahrscheinlich später nochmal mehr werden. Es kann auch sein, dass es hier sowieso schon zu Ende ist jetzt, weil es ja eben nur eine. Ja, eine Demo ist sozusagen, dass man hier jetzt erstmal gar nicht weiterkommt. Man soll ja eigentlich nur einen Eindruck von dem Spiel gewinnen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt schon rausgekommen ist. Das wollte ich nochmal nachgucken, habe ich aber jetzt vergessen. Schreibe ich euch aber in die Beschreibung, in die Videobeschreibung rein. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Kurz nochmal die Frage beantworten, Hit oder nicht Hit. Auf jeden Fall, denke ich, kann es ein Hit werden. Im Moment ist es das noch nicht ganz, aber sonst die Grafik für so ein Horrorspiel schon ganz okay. Zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, aber naja, was soll's. Würde trotzdem sagen, es ist vollkommen okay für so ein Indie-Spiel, was ja jetzt nicht unbedingt Mainstream ist oder was halt eben nicht von einem großen Publisher entwickelt wird, sondern von kleineren Entwicklungsstudios, vollkommen in Ordnung. Und von daher würde ich sagen, das kann wirklich ein Hit werden. Ein Geheimtipp vor allem Dingen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben oder uns abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.